Hallihallo und willkommen zurück bei XCOM 2. Wir befinden uns immer noch auf einem sehr schweren Einsatz, einem Vergeltungsschlag der Aliens und haben soeben eine schwierige Situation überstanden mit zwar einigen schwereren Wunden, aber es hat dennoch gut funktioniert. Wir werden jetzt zunächst einmal, da wir schon 4 Zivilisten gerettet haben, ein wenig Zeit nutzen, um uns selbst wieder auf Vordermann zu bringen. Zum einen braucht Gary dringend eine Gremlin-Heilung. 7 ist mir zu wenig. 11 ist mir da schon lieber. Speedy schicke ich dann hier in volle Deckung. Und einmal in Feuerschutz. Ja, den Doktor ziehe ich zumindest nach hier rüber. Drag geht dann nach hier in Stellung. So, jetzt haben wir kein kostenloses Nachladen mehr. Aus dem Grund laden wir einmal nach, dass wir auch unsere 3 Schuss haben. Shiro geht hier neben den Doktor, damit wir gleich hier oben dann noch die letzten Zivilisten retten können, die wir brauchen auf jeden Fall. Gary geht hier neben. Bin unterwegs. Biete Feuerschutz. Und wir haben direkt hier oben einen Sektoiden. Den werden wir jetzt stoppen. Und zwar schon in dieser Runde, hoffentlich. Wir ziehen mit dem Doktor vor. Okay, wir ziehen nochmal vor. You're clear. Move out. Advent forces on the ground. Ein Sektoid und ein Schildträger. Das sind wahrscheinlich die letzten, die noch übrig sind, nehme ich mal an. Das ist nicht so viel. Tatsächlich. Dann ziehen wir einmal Atala nach vorne. Legen wir endlich los. Damit haben wir schon ein gewisses Schussfeld. Wir... Naja, durch das Feuer laufen ist doof. Jetzt komme ich. Mit Speedy nach hier. Na gut. Ja, aber wir haben ja keine Volldeckung. Dann lasse ich mit Speedy, die da leicht angekratzt ist, lasse ich das mal lieber so. Drak hat hier einen Schuss, der ist nicht allzu gut. Gary haben wir noch. Der stellt sich einmal hier hin. Und wir haben ja noch eine Granate übrig. Ach komm schon, wirklich? Reicht das nicht? Na, dann versuchen wir wenigstens die Deckung hier zu zersemmeln. Na, hat nicht ganz geklappt. Die Deckung ist leider immer noch... Da ist immer noch was im Weg. Ich kann nur auf den schießen. Das ist interessant. Wir bringen Shiro schon mal in eine bessere Position, um in der nächsten Runde mit dem Schwert anzugreifen. Denn bei diesen Soldaten hier ist das echt kein Ding. Atala und Drak. Ich würde ja eigentlich schon fast die Abschusszone setzen, aber ich bezweifle irgendwie, dass die beiden sich bewegen. Ich gehe aber in den Distanzschutz, die 49% sind mir zu wenig. Und auch hier gehe ich in den Feuerschutz, weil hier sie müsste auch schießen, wenn sie nur irgendwas anderes tun. Der Doktor hat auch noch einen Feuerschutz, sehr schön. Genau, das Alien will schießen, Atala schießt zurück, aber trifft leider nicht. Na, das Alien macht sogar Schlimmeres. Du kontrollierst mich nicht. Na, Atala, denkt sich auch nur, ja, was?
Sektuit, du kannst mich mal so ziemlich. So, das Auto geht leider in die Luft. Damit wird ein Zivilist mehr sterben, wenn er da nicht weggeht. Oder wir das nicht in dieser Runde beenden. Gary, ganz ruhig bleiben, bitte. Ja, dankeschön. So. Was haben wir denn? Erst einmal den Doktor. Wobei, den zieht man besser in Garys Position. Gary, was hast du hier denn für... Shiro, was hast du denn hier für schöne... Schnitzereien? Warum machst du denn auf den 8 bis 10 Schaden? Das gefällt mir. Schlitz sie auf. So muss das sein. Ziel eliminiert. Beförderung verdient. Finde ich verdient, lieber Shiro. Finde ich verdient. So. Wir haben den Doktor, aber wir haben auch Gary. Gary ist mir wichtiger. Gary sollte auf jeden Fall einen Schuss okay. bekommen. Wie wahrscheinlich ist er? 29. Das ist quasi nichts. Sure thing. Dann stellen wir den Doktor mal nach hier. Und ich würde mich sehr freuen, lieber Doktor, wenn du versuchst, diesen Baum zu zersäbeln. Genau so. Genau so. Lieber Gary, wie viel sieht's jetzt aus? 74. Würde ich sagen, nehmen wir, ne? Ja, nehmen wir. Das war's für dich. Jetzt haben wir noch einen Faithless da oben. Natürlich steht Shiro da jetzt ein bisschen angreifbar. Aber wir werden Speedy mit Sturm und Schuss definitiv noch hier vorne holen. Bin unterwegs. Damit ist sie in einer Position, auf das Viech zu schießen. Und es direkt einfach wegzusäbeln. Willst du noch mehr? Menes 1-5, Status bestätigt. Wir orten keine weiteren Kontakte mehr. Das Einsatzgebiet ist gesichert. Menes 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Sehr schwierige Operation, aber wir haben trotzdem 10 von 13 Zivilisten gerettet. Nur 7 Runden gebraucht, alle Feinde getötet. Und keinen Soldaten haben wir verloren. Sehr, sehr gut. Gefällt mir. Auch wenn die eine Situation echt mies war, als auf einmal die Mutonen und der Berserker noch dazu kamen. Aber Speedy wurde oft angegriffen, am meisten, hat sich aber auch am weitesten bewegt, ist wieder am meisten gelaufen. Shiro hat die meisten Angriffe ausgeführt und Drak mit der Serie hat uns einfach nur den Arsch gerettet. Das muss man einfach mal so zugestehen. Wie viel Schaden der da nacheinander rausgeballert hat. Unverzichtbarer Scharfschütze auf jeden Fall für dieses Team. Der Doktor nickt nur, ja. Ja, ihr stimmt mir zu. Ja, beim Doktor wäre das Schreddern, glaube ich, noch gut. Der Sprengschuss ist in Ordnung. Holozielen hat er ja trotzdem, aber zumindest das Schreddern müsste her. Deswegen würde ich den Doktor, glaube ich, gerne jetzt in die Umschulung schicken. Obwohl, nein, wir haben wieder zu viel Verwundete. Shiro hat Holozielen bekommen. Sehr schön. Holozielen finde ich schön. Auch du bekommst Sturm und Schuss. Verbergen. Lass mal in diesem Let's Play sein. Ansonsten 3 bis 6 Tage. Aber Atala und Shiro sind noch aktiv. Wir haben einiges an Leichen eingesackt. Berserker-Autopsie. Hallo, Commander. Haben wir den Berserker noch nicht gehabt? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Das ist auf jeden Fall so ein fettes Vieh, was im Nahkampf angreift. Was viel Leben hat, aber keine Rüstung. Und, ja. Gut, monatliche Vorratsbelohnung aus Afrika gestiegen. Unsere Schlagkraft schwindet, Commander. Wir sollten im Hauptquartier des Widerstands neue Rekruten suchen. Ja, schade. Ich warte hier eigentlich noch auf einen speziellen Kandidaten. Die Advent-Propagandamaschinerie läuft auf Hochtouren. Wir empfangen ihre Übertragungen selbst weit draußen im Nirgendwo.
Wir nehmen mal noch einen Rekruten auf jeden Fall mit. Dann sind wir auch nicht mehr unterbesetzt tatsächlich schon. Cool. Was brauchen wir denn? Wir haben 3 Scharfschützen, das reicht. 3 Grenadiere, das reicht. Spezialisten. Wir brauchen definitiv noch einen Spezialisten. Unsere Ranger überleben inzwischen auch lange genug. Ja, bitte. Ist mir jetzt auch egal. Wir brauchen auf jeden Fall einen Spezialisten. Haben wir noch Taktiken eigentlich hier? Druckstand halten, mega krasser tödlicher Schuss. Ah ja. Ja, bleib bei mir, ist noch was Wichtiges, aber aktuell haben wir Vorratsprobleme. So ein bisschen das Problem. Feldmedizin. Okay. Ja. Wir wollten das Funkrelais noch zu Ende errichten. Auf Ostafrika. Wir hören Sie. Sehr schön. Und dann würde ich, glaube ich, direkt gerne noch den Kontakt zu Neuindien herstellen. Commander, wir schöpfen unsere Kommunikationskapazitäten voll aus und können keine neuen Kontakte mehr herstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Versuche, lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. Feldmedizin, sehr, sehr schön. Neuer Gegenstand verfügbar, Nanomedikit. Das Nanomedikit stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Standardmedikit dar und stellt mehr Gesundheit bei verwundeten Soldaten wieder her. So, dann haben wir hier noch diese Anzüge, Schädelstecker, experimentelle Munition. Das lassen wir mal noch so. Dann würde ich aber gerne noch in die Technikabteilung. Was kann ich für Sie tun, Commander? Bewacherrüstung. Ah, da hätte ich dran denken können. Wir nehmen auf jeden Fall mal die Pulsklinge mit. Ich mache langsam aber sicher Fortschritte, um unsere Ausrüstung mit der Alien-Technologie des Schiffs zu verbinden. So, Moment, ich habe gesehen, dass unsere Soldaten wieder einige zurückgekehrt sind in den aktiven Dienst. Ist auch der Doktor dabei? Ist er. Wie lange dauert das? Auch 5 Tage, okay. Machen wir das so. Das Zerfetzen ist mir auf jeden Fall wichtig. Gerade später kommen Aliens mit mehr Rüstung. Wir empfangen eine wichtige Übertragung, Commander. Bringe sie auf den Bildschirm. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Das hoffe ich auch. Nächster Vergeltungsschlag in 6 Wochen, neue Alien-Einrichtungsbau in 3 Wochen. Schnelleinsatz. Mit Verstärkung. Mit Panzerung. Ich weiß nicht, das überlegen wir uns dann. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, die Verstärkung oder die Panzerung. Weiß ich nicht. Aber wir werden jetzt erstmal den Kontakt zu Ende herstellen. Wir haben 9 Spezialisten, sehr schön. Das breche ich ab. 70 Vorräte. Neue regionale Kontakte gefunden. Ja, wir haben noch die Vorratslieferung verfügbar. Die werden wir jetzt auch mal eben einsammeln und fliegen danach mal zum Schwarzmarkt nochmal gucken. Nur für Vorräte jetzt im Hauptquartier was kaufen, ist irgendwie ziemlich sinnfrei, weil wir einfach nichts haben. Eine UFO-Landung. Oh, das muss doch nicht sein. Jetzt hätten wir fast... Also ich weiß nicht, wie viele Vorräte wir haben, aber wir hätten fast genug gehabt für die Bewacherrüstung, oder? Ja, wir müssen Nanomedikit, sehr schön. Gegenstände herstellen. Ja, okay. Natürlich eher doof. Den Psi-Verstärker brauchen wir noch nicht. Aber die Bewacherrüstung wäre schon was Feines gewesen. Aber gut, das sollte halt noch nicht sein. So, jetzt ist der Doktor natürlich gerade in Haft. Sichere das ausgeschaltete UFO. Ich glaube, da haben wir ja Zeit, ne? Ach, jetzt haben wir 2 Schotten dabei. Ich meine, das ist ja Schottland. Ich hatte eigentlich gedacht, ich hole mal noch eine andere Nation rein, aber wir haben auch Kanada da drin.
Na gut. Da haben wir zumindest zwei Schotten. Wir haben ja auch drei Amerikaner. Drak ist dabei, definitiv. Atala ist dabei, definitiv. Gary ist dabei, definitiv. Dann hätte ich gerne unsere zweite Scharfschützin, Alexandra Cipurnova, nochmal dabei. Dann gönnen wir Speedy jetzt mal eine Pause und nehmen Shiro mit dazu. Und Kazumi Bishop, welche jetzt noch einen Namen bekommt. Da hat sich niemand drauf gemeldet, deswegen ist er jetzt von mir vergeben. So. Ach, Sergeant Cipurnova, Gangster. Das ist auch ein schöner Name. Es ist interessant, dass wir so viele Frauen dabei haben, wo mir dann die Namen irgendwie fehlen. Wenn einer einen Scharfschützen haben will. Wobei, nein, ich nehme gerade viel vorher auf, deswegen werde ich wahrscheinlich hier einfach einen eigenen Namen verwenden. Hier würde ich dann diesen hier benutzen. Und auch sie gehört eigentlich vernünftig angezogen jetzt hier. Machen wir das gerade mal noch zusammen. Ja, also freie Oberarme finde ich jetzt beim Scharfschützen nicht notwendig, aber es sollte jetzt nicht ganz so... Das hier sieht irgendwie noch am dünnsten aus. Auch wenn ich diese Metallapparaturen hier irgendwie unpassend finde. Aber in Ordnung. Ich mag die Kapuze bislang. Lassen wir erst einmal so. Haben wir schon Waffenverbesserungen? Das fortschrittliche Zielfernrohr haben wir angebracht. Ja, Magazinerweiterungen wären noch schön. Dafür müssten wir noch in den Schwarzmarkt mal gucken, was wir da so kriegen können. Ausrüstungsgegenstände. Jawohl. Suchgeschosse für Drak bleiben wir bei. Nanoschuppenweste. Hier bekommen wir auf jeden Fall den Schädelstecker. Ich würde sagen, da er weit nach vorne muss, kriegt er noch das hier. Und dann bekommt sie das Medikit. Auch wenn wir natürlich noch eine Spezialistin dabei haben mit Atala, brauchen wir, denke ich mal, keinen zweites Medikit und haben es aber trotzdem einfach zum Notfall nochmal dabei. Haben so auch alle Slots gefüllt, das denke ich mal ganz nett. Gut. Passt so, würde ich sagen. Habe ich was vergessen? Irgendwelche speziellen Granaten haben wir nicht, ne? Wir haben bislang nur eine Blendgranate oder so, nichts Großartiges. Dann auf in diesen Einsatz. Auch dieser ist sehr schwer. Hoffen wir, dass er genauso gut läuft wie der letzte. Sky Ranger. In Position für den Einsatz. Ja dann. Widerstandstruppen konnten ein UFO ausschalten, das in dieser Region gelandet war. Wir haben die Möglichkeit, wertvolle Technologie zu ergattern, bevor die Aliens sich erholen. Schalten Sie alle Feinde in der Nähe aus und sichern Sie das Gebiet, um die Technologie zu bergen. Ah, da gab es doch, glaube ich, irgendwas mit diesem Notsignal, oder? Kann es sein, dass wir das dann hacken müssen? Aber wir haben ja auch unsere Hackerin Liv dabei jetzt. Dann wird das schon. Hoffentlich, irgendwie. Also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr nervös bei sehr schweren Missionen. Also mittel, denke ich mir, ist machbar. Schwer ist schon so, müssen wir aufpassen. Und bei sehr schwer... Naja, wir haben eben gesehen, was war, ne? Also ohne 6 Soldaten wäre das sowieso nicht machbar. Vorrücken, Gebiet sichern und alle Feinde ausschalten. Okay, wir sind verborgen. Das ist ein deutlicher Vorteil. Dann fackeln wir mal gerade nicht lange und gucken schon mal. Shiro, einmal ums Eck gucken bitte. Okay. Hier oben haben wir ein schönes Türmchen, wo wir Drak wahrscheinlich gut reinziehen können nachher.
Ja, hier hat man, glaube ich, einen ganz guten Schuss. Oder wir gehen einfach direkt auf die Klippe. Ich denke mal, das ist sogar sinnvoller. Atala. Los, los, los! Ich meine, solange wir verborgen sind, wäre die Klippe natürlich eine super Option. Leila geht schon mal nach hier vorne. Okay. Auch als Scharfschützin kann man scouten. Dann sind die in der nächsten Runde schon mal auf einer guten Position. Das ist jetzt halt so der Gedanke dabei. Deswegen ist mir jetzt auch die halbe Deckung egal. Wir sind nämlich noch verborgen. Kasumi alias Viv geht zu ihrer Kollegin. Und... ja, wir wollen da die Klippe hoch. Also mal ergibt es wenig Sinn, Gary jetzt irgendwo links zu platzieren. Schon dabei. Hinter diese Grabsteine hier. Okay, wir sehen noch nichts. Einmal Leila hier oben rauf. Auch hier sehen wir noch nichts. Ich wäre vorsichtig mit dem Vorrücken zur Kante. Man weiß nie, wer da unten steht und einen dann sehen kann. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Zabdrak einmal nach hier auch in den Feuerschutz. Wir gehen auch mit den anderen nach oben. Sporte los. Natala hier oben hin. Nicht, dass wir auf der Klippe noch irgendwelchen Besuch haben. Das wäre eher ungünstig. Dann geht Shiro nach hier. Bin gleich da. Und dann gehen wir in der nächsten Runde zum Rand. Wiff geht hier hin. Los geht's. Und Gary bewegen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen, dass wir dieses UFO auch vernünftig auseinandernehmen können. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.